Wie gesagt, ich wollte euch nur die Info da lassen, ich bin nicht zu Hause, deswegen kommen unregelmäßig Videos. Habt ihr Bock auf ein Postfach? Ich würde dann ein Postfach machen und dann irgendwie so eine Serie machen, wie ich irgendwie so von euch Post auspacke oder so. Auf jeden Fall, schreibt's mir rein, habt ihr Bock auf ein Postfach? Würdet ihr da vielleicht auch was hinsenden? Ich weiß ja nicht, inwiefern da Bedarf besteht. Schreibt's mir rein, dann werde ich eins machen. Es ist die meistgestellte Frage teilweise, die so Social Media angeht. Hast du Instagram? Ja, Leute, ich habe Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir da auch folgen. Ich heiße dort einfach ganz normal Bumsdoggy. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute auf der Map Desert und ja, was soll ich euch sagen? Ich möchte euch in der Folge so ein paar Informationen geben. Was geht gerade ab? Was ist hier gerade los? Der aktuellste Stand, wo könnt ihr mich überall erreichen, etc. Und zwar erstmal, wie ihr seht, ich bin nicht zu Hause, ich bin wieder bei meinem Bruder. Wir switchen letzte Zeit so ein bisschen öfters hin und her. Er war jetzt erst bei mir und dann haben wir dort bei mir auch gelivestreamt und jetzt bin ich gerade wieder bei ihm. Und es ist, finde ich, wichtig zu erwähnen, dass ich auch Twitter besitze, wo ihr mir übrigens auch folgen könnt. Ich meine, 11.000 Follower sind nicht wenig. Von den Leuten, die hier auf YouTube sind, wissen das aber nicht sehr viele. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob ihr überall Twitter und sowas habt. Ich finde so Social Media Plattformen irgendwie wichtig. Vor allem, um euch immer zu sagen, so, yo, heute kommt kein Video, weil das und das. Heute kommt das nicht, weil das und das. Mich einfach bei euch zu melden, yo, warum kommt hier nichts? Weil ich dann irgendwie schon einen gewissen Standard erfüllen möchte und dann schon, naja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Drang habe, ein Video zu machen. Und wenn dann keins kommt, fühle ich mich dann schon dazu gezwungen, auch was dazu zu sagen. Weil, ich meine, es gibt ja dann auch schließlich Leute, die warten drauf. Die denken sich dann so, yo, heute kommt ein Video. Wir wissen zwar nicht genau um wie viel Uhr, aber es wird heute eins kommen. Und wenn ich mich dann nicht melde und dann nicht sage, yo, darum kommen keine Videos, sind manche natürlich enttäuscht und denken sich so, yo, der meldet sich einfach nicht, macht einfach keine Videos mehr, hat der aufgehört mit YouTubes? Und deswegen, Leute, ist es immer auch für mich wichtig, da, was das betrifft. Bäm, Pfeilbazooka, pum, lol! Er ist gestorben, einfach durch die Pfeilbazooka. Alter Schwede. 32 Blöcke. Er kann mich aber noch nicht schlagen. Jetzt. Weil ich ja ein Teleporter bin. Bäm. Tot. So. Und der hat ein Eisenschwert. Das snacken wir uns jetzt mal. 43 Blöcke, ganz ehrlich. Da mache ich mir noch ganz schön Brustpanzer. Oh mein Gott. Uff. Fuck, 11 Blöcke. Tschüss, ich geh da mal. Danke. Für den kleinen Boost. So, die da hinten sollen jetzt mal eine Runde kämpfen. Ich habe da keinen Bock auf die. Ein Goldapfel, nice. Das nehme ich mir mal ganz schnell rein hier. So. Geilo. Zack, was könnte ich hier noch brauchen? Ein Bogen. Ein Bogen ist immer geil. Oh, der tut mir jetzt leid. Der konnte nämlich jetzt nichts machen. Der andere wurde jetzt einfach so weggeportet. Sorry dafür. Ja, genau. Also am besten, ihr folgt mir einfach auf Twitter. Dort schreibe ich immer, was so abgeht. Was Instagram betrifft. Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage teilweise, die so Social Media angeht. Hast du Instagram? Ja, Leute, ich habe Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir da auch folgen. Ich heiße dort einfach ganz normal Bumsdoggy. Ich find's krass, wie viele von euch tatsächlich immer nach Instagram fragen. Ich kann's euch ja auch gerne nochmal einblenden oder so. Wenn ihr da Bock drauf habt. Nein. Bäm! Nochmal mit dem Bogen getroffen. Boah, heute ist wieder so ein Bogentag, ne? Heute schießen wir wieder einige mit dem Bogen weg hier. So, 7 Eisen. Nicht schlecht, aber den hier hätte ich gerne.
Oh, jetzt habe ich einen schönen Helm. Jetzt bin ich hübsch. Jetzt fühle ich mich endlich schön. So. Gut, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, also wie gesagt, Instagram habe ich auch. Nur mal by the way gesagt. Videos kommen, wie gesagt, auch nicht jetzt so viele, weil ich eben bei meinem Bruder bin. Und ich würde ja gerne mehr vloggen, was das betrifft. Habe ich aber ein Problem, und zwar, ich habe keine Vlogging-Kamera. Ich habe nur mein iPhone und damit kann ich schlecht irgendwie geile Videos machen. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen doof. Ich habe mir sowieso überlegt, mir die Canon Leica zu kaufen. Aber das Problem ist, da fehlt gerade noch das Geld so ein bisschen dafür, ja. Und deswegen muss ich da jetzt noch ein bisschen drauf sparen. Und ja, genau, und was Livestreams betrifft, ich habe jetzt einige Male gelivestreamt, habe es jetzt nie auf YouTube angekündigt, finde ich auch cool, und es kommen wirklich tatsächlich auch ohne YouTube teilweise echt viele Zuschauer, so, den haben wir schön weggecombot, so, zack, zack, das hat der irgendwas Schönes für uns oder so, nein, zack, okidoki. Dann können wir das doch so machen. Perfekt. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und dann geht's ab zum Gegner. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie immer unterbrechen. Das heißt, wir haben jetzt noch den letzten Gegner vor uns. Das ist gut. Wir sind fast beieinander. Ich bin Teleporter. Das heißt, ich müsste jetzt dann gleich geportet werden. Im Idealfall direkt, wenn ich neben ihm stehe. Weil wir dann so sterben können. Das wäre natürlich mega. Aber mal schauen. Ja, perfekt. Kann er mich natürlich schlagen, wie er will. Zack, GG. Das war eine schöne Teleporter-Runde. Ich finde es ziemlich nice, dass es jetzt genauso geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe. So, ich bin neben ihm, werde geportet. Zack, geht's auch schon weiter. Ja. Wie gesagt, ich wollte euch nur die Info da lassen. Ich bin nicht zu Hause, deswegen kommen unregelmäßig Videos. Aber dafür versuche ich jeden Tag Livestreams zu machen auf twitch.tv/bumstoggy. Könnt ihr einfach gerne mal vorbeischauen und einfach mal so ein bisschen mit mir live spielen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung mega freuen. Und ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Und ja, wie gesagt, guckt in die Beschreibung, das sind alle meine Social Media Seiten. Und jetzt eine Frage an euch. Habt ihr Bock auf ein Postfach? Ich würde dann ein Postfach machen und dann irgendwie so eine Serie machen, wie ich irgendwie so von euch Post auspacke oder so. Auf jeden Fall, schreibt es mir rein. Habt ihr Bock auf ein Postfach? Würdet ihr da vielleicht auch was hinsenden? Ich weiß ja nicht, inwiefern da Bedarf besteht. Schreibt es mir rein, dann werde ich eins machen. Und macht's gut. Haut rein und haltet die Ohren steif. Ciao.